Willkommen zurück zu einer neuen Folge von The Witcher 3. Ja, wir wollten uns jetzt mal zum Runenschmied begeben. Ich habe, kann ich ja mal zeigen, mittlerweile in den Streams mich noch ein bisschen umgeschaut. Habe mir jetzt mal die Bärenrüstung hin, geholt. Dürfte, ich glaube, die habe ich jetzt überall genau hochgelevelt. Die Bärenarmbrust. Ich glaube, bei den Silberschwerten, genau, das Katzen, das wollte ich noch umstellen. Das mache ich bei Gelegenheit mal noch. Das habe ich noch nicht gecraftet. Die Schwerter halten noch nicht auf die höchste Stufe. Aber das können wir im Laufe der Zeit noch machen. So, wollte ich nur mal gerade zeigen. Es ist auch verdammt teuer. Also, es macht wirklich Sinn, wenn ihr euch dann, wenn ihr das mit den Rüstungen machen wollt, entscheidet euch für eine, weil das Craften ist halt echt extrem teuer. Ich hatte irgendwie zwischendurch hatte ich glaube ich so 18.000, nachdem ich dann die Bärenrüstung gecraftet hatte. Mit den letzten 2-3 Stufen war ich auf 6.000 runter. Jetzt haben wir wieder die 10.000 zusammen, gerade so, und dann können wir jetzt mal zum Runenschmied gehen. Die nie endende Schöpfung der Welt sei gepriesen. Hier ist mehr Geld. Holst du davon bessere Ausrüstung? Danke tausendfach. Zu gütig bist du zu mir, wahrhaftig. Deine Arbeit ist das Geld wert. Fleißig bei der Arbeit, das sieht man gern. Oh ja, ich habe passende Werkzeuge in Auftrag gegeben. Bei Novigrader Handwerkern. Einiges hat es gekostet, aber jetzt kann ich wieder richtig loslegen. Neue Runen, Glyphen und Schemata habe ich angefertigt. Anschauen solltest du sie dir. Vielleicht gefällt dir ja was. Dich hält jetzt also nichts mehr zurück? Vom Herstellen meisterlich gefertigter Runen? Ich brauche noch wesentlich mehr Geld dafür. Leider. Na toll, also. Die 1500 haben wir leider nicht. Können wir mal gerade nachschauen. Ich würde gerne einen Blick auf dein Angebot werfen. Eine ganze Menge Schema da. Wie gesagt, wir haben jetzt halt kein Geld mehr. Kleiner Runenstein und so weiter und so fort. Was sind das eigentlich für welche Instanzsetzungen? Ja, da müsste ich auch mal noch gucken, was ich da am sinnvollsten vielleicht mache. Ach, der baut uns hier auch Sachen zusammen. Das ist ja nicht schlecht. Also halt auch Rüstung. Gute Sache. Das ist ja gut zu wissen. Haben wir denn unten irgendwas mit den Runen? Ja gut, den Pirocken-Runenstein könnten wir jetzt halt machen. Stiefel des Erlenvolkes. Also wie gesagt, hier die ganzen Sachen sind doch relativ verbessertes Bärenstahlschwert. Ich guck mal gerade, theoretisch können wir uns das... Was fehlt denn dafür? Da wird noch Stahlbarren fehlen. Und wir haben halt auch nicht genug Geld. Ich denke aber, wenn wir ein paar Aufträge gemacht haben, sollte das Geld wieder reinkommen. Wir können es ja auch eine Menge Zeug mittragen. Ach, und die können wir jetzt verzaubern. Beispiel mit der Erhaltung, okay. Oder Besänftigung. Muss ich mir auch mal noch anschauen, denke ich. So in Ruhe. Umfassung können wir jetzt... Ah, okay. Könnten wir theoretisch. Danke. Bis dann. Aber gut, dann haben wir jetzt auch mal wieder einen Grund, ein bisschen Zeug zu sammeln. Alles klar. Das soll es aber hier mal mit dem Runenschmied gewesen sein. Wir hüpfen jetzt...
mal los und starten dann wirklich mal das letzte, den letzten DLC. Ab nach unten. Besiedlung der Steinschrauber. Ach ja, und man, die geht jetzt gerade im Ladebildschirm nicht. Ich stelle mich mal nochmal auf Offline, dass nicht die ganze Zeit die Leute hier mal rein hüpfen ins Bild, wenn die irgendwas am Zocken sind. Ich habe einfach zu viele Freunde. Also auf Steam. So. Schauen wir doch mal, was uns hier drinnen erwartet. Achso, ja genau, den Quest kann ich ja auch nochmal zeigen. Also, oh, wir haben sogar noch einen. Ach genau, das mit dem, irgendwas war da mit den mysteriösen Spuren. Ach ja genau, wir haben glaube ich für das alchemistische Rezept, stimmt, das war eine Sache, wir müssen ein Rezept machen und dafür brauchen wir Zutaten von dem Viech, das wir damit fangen sollen. Also das war irgendwie ein bisschen komisch gelöst. Da muss ich mal gucken, ob es da vielleicht noch eine Möglichkeit gibt, da irgendwie anders dran zu kommen. Sonst habe ich halt die Hexeraufträge gemacht, Nebenaufträge halt auch, so die meisten abgesehen von, ja, so ein paar haben wir noch. Wenn ich nochmal einen Stream mache, wenn ich wieder ein bisschen was gesammelt habe, können wir da ja wieder mal rangehen. Also wie gesagt, ich finde das echt gut für den Stream. Der Mutant? Ich habe schon Interessanteres aus meiner Nase geholt. Ja, ich könnte auch mal was aus deiner Nase holen. Nee, also wie gesagt, das fand ich halt echt gut für den Stream. Hat dann auch meistens so ein paar Stündchen gedauert. Und ja, dann im Let's Play machen wir dann halt die Story größtenteils weiter. Das ist abgeschlossen, das ist natürlich nicht so schön. Wie kommen wir denn jetzt da rein? Vielleicht von der anderen Seite? Wieso ist da eigentlich abgeschlossen? Kaust du die oder schluckst du die ganz runter? Woher kommst du? Hier können wir rein. Das bringt aber nicht allzu viel. Doch, wir könnten halt. Ist mal da. Ein bisschen Zeug mal mitnehmen. Ach, vielleicht. Genau, wir müssen es vielleicht erstmal untersuchen. Wappen, Baron. Palmarin von Launfalz. Jetzt vielleicht. Steht da irgendwas dabei? Ein Zeit lang schien es zwei Geralds zu geben. Einer war berühmt, der andere war ein Söldner. Das haben wir ja gemacht. Da steht auch nichts von einer bestimmten Zeit. Ich meine, die entsprechende Stufe haben wir ja. Ich meditiere mal. Vielleicht muss ich ja irgendwie bis morgens oder so warten. Hat das jetzt was gebracht? Es ist immer noch abgeschlossen. Das bringt auch nichts. Hallo, ich möchte da gerne rein. Gibt es da noch irgendeinen anderen Weg? Ich denke, die haben ja nach mir gerufen, oder? Von daher gehe ich mal davon aus, dass Hui. Du wirst nicht mehr so übermütig sein, wenn dir die Männer des Barons den Arsch versohlt haben. Den Baron gibt es nicht mehr. Ihr kriegt aber auch gar nichts mit hier. Dann werde ich mal bis abends irgendwie noch meditieren. Ich glaube aber auch nicht, dass das so viel bringt. Das ist immer noch abgeschlossen. Was ist mit deinem Gesicht passiert? Ich bin ein
ein viel beschäftigter Mann. Ich kann auch mit euch nicht reden. Mama sagt, wir sollen nicht mit Fremden reden. Die sind da drin groß am Diskutieren. Hab ich denn irgendwas... Es steht aber auch nichts dabei, was ich irgendwie... dass ich irgendwas erfüllen sollte vorher. Wie gesagt, die Stufe habe ich. Dann würde ich sagen, ich mache mir einen kurzen Cut, guck mal, woran das liegt. Und so übermütig sein, wenn dir die Männer des Barons den Arsch versohlt haben. Ja, ja. Dann ja, sehen wir uns jetzt gleich wieder. So, also sieht folgendermaßen aus. Ich muss jetzt nochmal einen alten Spielstand laden, nämlich den, wo wir noch nicht an den Dings hier dran waren, wo wir noch nicht an den Anschlagsbrettern waren. Und ich habe nämlich mal getestet, also wenn ich hingehe und ein neues Spiel öffne oder ein neues Spiel lade, das dann mit der Blatt-Wein-Erweiterung starte, ich gehe mal davon aus, es ist einfach zu viel Zeit vergangen, irgendwie, dass ich halt diese Quest hier angenommen habe, aber nicht weitergeführt habe. Scheinbar war das wohl der Grund, oder es scheint der Grund zu sein, weil ich habe mal rausgefunden, wenn ich jetzt hier hingehe und das annehme, dann funktioniert es halt auch. Allerdings ist das halt der Spielstand vor den Streams. Das heißt, danach kommen noch so ungefähr 20 Stunden. Ich kann es euch ja mal zeigen. Ich habe hier die ganzen Quests noch alle, die ganzen Nebenaufträge, die wir da noch haben. Die ganze Ladung Hexeraufträge sind noch nicht gemacht. Ich habe die Ausrüstung noch nicht gesucht und so weiter und so fort. Und das halt alles neu zu machen, wäre doch ein bisschen heftig. Ich habe jetzt mal, wie gesagt, den Speicherstand an CD Projekt Red geschickt. Ich hoffe mal, die können da was fixen. Also meinen aktuellen. Ich werde jetzt mal zumindest jetzt die letzten 10 Minuten noch gerade mit dem Charakter machen. Da haben wir zumindest die Folge vollständig. Und ich meine, das kann ich dann ja nochmal schnell nachspielen, wenn ich den gefixten Speicherstand gekriegt habe. Und wie gesagt, falls die es nicht hinkriegen sollten, den zu reparieren, dann muss ich mal gucken, ob ich irgendeine andere Möglichkeit finde. Keine Ahnung. Aber wie gesagt, dann kann ich euch zumindest mal zeigen, wie die Story jetzt hier anfängt. Und dann gehen wir jetzt mal hin. Ich weiß noch nicht, ob wir unbedingt hätten gehen sollen. An das Anschlagsbrett. Weil das ist halt zumindest das, was am nächsten ist. Und damit haben wir jetzt hier die Quest und wir reiten dann mal mit Plötze los. Los, lauf! So, da können wir einmal hier vorbei. Dann werden wir hier auch gleich noch eine neue Wegmarkierung freischalten, die da oben rumsteht. Also ich meine, vom Level sind wir eh noch drüber. Es fehlen mir halt jetzt auch fast zwei Level dadurch, aber das ist jetzt nicht so das Problem. ich denke, wir sollten es damit auch einigermaßen hinkriegen. Die Viecher lassen wir einfach mal und sind dann jetzt halt auch gleich schon angekommen. Und ja, dann könnt ihr halt mal sehen, hier stehen die jetzt halt vor der Tür, wie es eigentlich sein sollte. Und wir können dann jetzt den Auftrag starten. Ich hab Angst. Wir brauchen keine Hilfe. Wir brauchen eure Hilfe nicht. Keine Sorge, guter Mann. Wir sind rasch fertig. Dann sitzen die Herumtreiber hinter Schloss und Riegel. Milton, schau! Geralt. In Person. Sei gegrüßt, Hexer. Gehen wir hinein und heißen dich als alten Freund willkommen. Und du, keine Sorge. Wir machen der Gesetzlosigkeit ein Ende. Bald. Hab eure Mitteilung am Anschlagbrett gefunden. Siehst du, Palmerin, ich habe es dir ja gesagt. Der Greif bei Weißgarten. Wir müssen nur den Spuren seines Schlechters folgen, dann stoßen wir früher oder später auf Geralt. Milton de Peyrac-Peyron und Palmerin de Longfort. Schön, euch zu sehen. Ist lange her. Die Freude ist ganz auf unserer Seite.
Verzeih die bescheidene Stube. Als wir schworen, das Dorf unter unseren Schutz zu stellen, hat uns der Dorfälteste diese Hütte überlassen. Er behauptet, es sei die beste im Dorf. Gibt es irgendwelchen Ärger? Nun, nach dem Abzug der redanischen Garnison geht es in dieser Gegend drunter und drüber. Die Tyrannei der Banditen ist besonders garstig. Diese Plünderer werden sich bald ins Dorf begeben, um Tribut zu fordern. Milton und ich werden ihnen das austreiben. Wir haben geschworen, gegen Ungerechtigkeit und Unterdrückung zu kämpfen, wo immer wir auf sie stoßen. Die Angelegenheit betrifft dich natürlich nicht, aber bitte sei so gut und warte auf uns. Wenn wir mit den Tonichtguten fertig sind, haben wir dir ein offizielles Ersuchen zu unterbreiten. Ihr wollt also auf die Banditen warten und gegen sie kämpfen? Palmarin möchte zunächst an ihren Anstand appellieren. Ich fürchte freilich, es wird vergebens sein. Ja, und ob? Wir müssen ihnen die Möglichkeit der Umkehr bieten. Schon manche abgebrühte Gesetzlose hat nach einem Tadel auf den rechten Weg zurückgefunden. Nicht in dieser Gegend. Bestimmt nicht. Wenn sie unbelehrbar sind, so werden wir zumindest wissen, dass wir alles getan haben, um ein Blutvergießen zu vermeiden. Gut, ich helfe natürlich, wenn Palmarins Einlassungen auf taube Ohren stoßen. Trefflich. Dann brauchen jetzt nur noch die Banditen zu erscheinen. Sie kommen! Hört ihr? Die Banditen sind da. Gehen wir sie begrüßen. Herhören, ihr garstigen Übeltäter! Der meint uns! Ich, Palmarin de L'Enfant, fordere euch auf zu bereuen. Schaut in eure Herzen, seht ihr nicht, wie schwarz sie sind? Was für ein Kasperle-Theater! Es ist ehrlos, gewöhnliche Leute zu berauben, ihre Vorratskammern zu plündern. Lasst ab vom Pfad der Schande und wir verschonen euch. Ein toller Witz. Wir brechen zusammen. Jetzt verpisst euch, bevor wir die Geduld verlieren. Und ihr was anderes. Warte mal, Zork. Die Typen sind doch urig. Vielleicht haben sie irgendwelche Tricks drauf. Schausteller, könnt ihr mit Bällen jonglieren? Oder kennt ihr das, wenn einer furzt? Und der andere den Furz abfackelt. Der edle Palmarin gibt euch eine Chance. Und ich gebe euch einen Rat. Hört auf ihn. Sonst was? Sonst seid ihr gleich im Kampf gegen fahrende Ritter der Herzogin von Toussaint. Bastarde wie euch verspeisen die zum Frühstück. Sie sind zu dritt. Zwei davon in Rüstung. Kommen wir später wieder. Sie wurden von einer Frau geschickt. Die Leute behaupten doch, wir hätten Angst vor Weibern und Narren. Du hast die Herzogin beleidigt. Keine gute Idee. Wahrlich, diese Schmähung kann nicht ungesühnt bleiben. Beim Reiher, ihr werdet sie mit eurem Blut bezahlen. Beim Kranich! Zieht, ihr Halunken! Tja. Ihr habt's ja nicht anders gewollt. Meine lieben Banditen. Ja, ihr hättet auch abziehen können, aber da seid ihr halt zu dumm für. Ah, stimmt, wir haben keine Rüstung mehr. Keine Ausdauer, meine ich. Die Falle bringt ihr, glaube ich, nicht allzu viel, habe ich den Eindruck. Aber wir können sie brennen lassen. Na komm. Ah ja, stimmt. Die Sache. Also irgendwie habe ich das Gefühl, dass das. Na gut. Der Dings etwas besser ging früher mit der Ausdauer. Oder mit den Dings hier, mit den Zeichen.
Aber zumindest den Kampf sollten wir noch fertig kriegen. Oh, wir kriegen doch ein bisschen was ab. Aber wie gesagt, wir haben auch jetzt keine schwere Rüstung mehr an. Autsch. Hm, der Zork. Gut, endlich einer mit Schild weniger. Nun, der Zork hat auch nicht mehr viel. Muss ich nur einmal durchkommen und das war's dann mit dem. Hui. So, einmal hier rüber. Nicht gut. Noch doch. Gut, ich gebe dir mal noch den Rest. Dann haben wir den unten noch. Noch ein Anführer hier. Meine Güte, ist ja richtig was los. Nö, nö, wir hauen den schon platt, keine Sorge. Warum kommen Sie nicht heraus? Wir haben Sie doch vom Joch der Unterdrückung durch die Banditen befreit. Ich habe euch gewarnt. Sie fürchten euch jetzt so sehr wie zuvor die Banditen. Keine Fanfaren, keine Blumen. Dies ist nicht Toussaint. Puh, es stimmt wohl, was die Leute sagen. Im Norden kräht kein Hahn nach edlen Taten. Wird Zeit, dass wir nach Hause kommen. Das werden wir, mein Freund. Komm, Geralt. Es ist Zeit, dass wir unsere Botschaft überbringen. Also raus damit. Was bringt euch den weiten Weg her? Wir müssen die Botschaft der gnädigen Herzogin vollständig und traditionell überbringen. Denn Tradition... ist in Toussaint heilig. Schon gut. Ehrenwerter Geralt, Schlechter von Monstern und allem Übel, das sich schadlos an den Schutzlosen dieser Welt hält. Du, der du im Rufe stehst, den Unschuldigen und Witwen und Waisen deine Hilfe zu gewähren, wirst hiermit gebeten, einen herzoglichen Auftrag zu erfüllen. Befreie uns vom Biest, das das Blut durch die Gassen fließen lässt und jedermann gleichermaßen in Angst und Schrecken versetzt. Eile uns zu Hilfe, Hexer. Um dieses ersucht dich demütig die allergnädigste Beschützerin der leidenden Stadt, Herzogin Anna Henrietta. Wirst du ihre Bitte erhören? Das hat Anna Henrietta wirklich alles gesagt? Wörtlich? Naja, wörtlich hat sie gesagt, bringt mir den Hexer und schont ja nicht die Pferde. Passt bloß auf, dass er diesmal alleine kommt. Den Rest hat der herzogliche Kämmerer hinzugefügt. Du weißt ja, wie das läuft. Ja, ich entsinne mich. Lass mich hinzufügen, wenn auch inoffiziell, dass eine stattliche Belohnung winkt. Die Details musst du mit der gnädigen Herzogin persönlich klären. Das ist vielleicht das inbrünstigste Anliegen, das je an mich herangetragen wurde. Sicher das Höflichste. Und jetzt, da der Form Genüge getan ist, möchte ich mehr über dieses Biest hören, falls es eines ist. Das ist gewiss, auch wenn es noch niemand genau gesehen hat. Die einzigen Zeugen sind die grauenvoll massakrierten Opfer. Schau, dies sind einige Zeichnungen nach den Beschreibungen derer, die behaupten, das Biest erspäht zu haben. Sie unterscheiden sich leider sehr. Ich fürchte, die Zeugen reden Unsinn. Wie viele Opfer hat es gegeben? Zwei. Als die Herzogin vom Zweiten erfuhr, schickte sie uns sofort los, dich zu holen und dir Land und Schätze anzubieten, falls du ihre Bitte erfüllst. Es weht ein böser Wind, Geralt. Das Biest hinterlässt keine Spuren. Es heißt, es bediene sich schwarzer Magie. Beide Opfer waren Adlige und bald beginnt ein Turnier. Dieses Turnier, das du erwähnst, warum bläst die Herzogin es nicht ab? Weil es zu spät ist. Die Teilnehmer und Gäste sind bereits eingetroffen, darunter die besten Ritter aller Länder und Anverwandte des Kaisers. Es sind also nicht nur die Untertanen der Herzogin bedroht. Verstehe. Wenn Adlige aus dem Ausland sterben, ist das bestenfalls ein Skandal, schlimmstenfalls ein diplomatischer Vorfall.
Hat schon jemand versucht, das Biest zu jagen? Fahrende Ritter vielleicht? Ha, versucht haben es viele. Aber niemand hat es geschafft. Das Biest ist klug. Es geht in keine Falle und greift stets überraschend an, wie ein Geist. Wir brauchen einen erfahrenen Fährtenleser, der sich mit Monstern auskennt. Kurz, wir brauchen dich. Das Biest bedient sich schwarzer Magie. Woher wisst ihr das? Das erste Opfer ist bei einem Bankett zwischen zwei Gängen verschwunden, unbemerkt. Es gab nur ein offenes Fenster und dann Geschrei auf der Straße, als dort die Leiche gefunden wurde. Beim zweiten Mord war es ähnlich. Das Opfer, ein Ritter, befand sich in einer verschlossenen Kammer. Das Haus war voller Diener und Wachen. Das Biest hat ihn trotzdem erwischt. Dann hat es ihn auf den Marktplatz geschleift und dort umgebracht. Wiederum unbemerkt. Wir fürchten keine Kreatur, der sich mit Schwert und Schild beikommen lässt. Doch das hier ist ein unbekanntes Wesen. Man weiß nur, dass es keine Spuren hinterlässt und mühelos tötet. Aus Gründen, die niemand kennt. All die Aufträge, die ich schon für Herrscher erledigt habe, war kaum einer drunter, der sich für mich gelohnt hätte. Du willst doch wohl nicht ablehnen. Nein, war nur so ein Gedanke. Die Herzogin kann bisweilen recht fordernd sein. Du übernimmst den Auftrag also, vorzüglich. Wir müssen gleich aufbrechen. Wir haben lange in diesem Land nach dir gesucht. Eile ist geboten. Wir können aufbrechen, wenn ihr soweit seid. Ha! Als dann, auf nach Toussaint! Nach Toussaint! Toussaint, Land des Weins, Land der Liebe. Genau wie ich es in Erinnerung habe. Beauclair hat sich in den letzten Jahren verändert. Du wirst sehen. Schau dich um, wenn du dazu kommst. Dann wirst du es bemerken. Mir ist es immer wie ein Märchenland vorgekommen. Fahrende Ritter, Elfenschlösser. Du findest uns doch nicht merkwürdig. Ich zeige dir, wie normal wir sind. Das schwöre ich beim Raya. Naja, gut, Schafe. Jo, Vorsicht! Ich schwor, ein Kampf zu töten! Alle für einen und einer für alle! Ja, ich glaube mal, das machen wir dann wirklich in der nächsten Folge.
Wie gesagt, ich muss mal gucken, wenn alles gut läuft, ist die halt dann mit wieder mit meinem anderen Charakter, der halt dann auch die entsprechende Stufe hat, der die ganzen anderen Sachen hat. Das kann ich jetzt ja dann nachher nochmal schnell nachspielen, wenn ich dann einen passenden Speicherstand habe oder einen gefixten Speicherstand. Wie gesagt, ich guck mal, ich hoffe, sie kümmern sich schnell drum. Hab aber ganz gute Hoffnung, dass es einigermaßen fix erledigt wird. Und ansonsten gibt es halt jetzt ein paar Tage Pause, bis das irgendwie geregelt oder gefixt ist. Muss ich mal gucken. Ja, wie gesagt, ich hoffe, es geht, wenn möglich, bald weiter. Wenn möglich, ohne Unterbrechung weiter. Aber es liegt jetzt halt erstmal nicht mehr an mir. So, dann danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und bis zum nächsten Mal dann. Macht's gut und ciao, ciao.